Ja, Herr Reusse, es freut mich, Sie heute begrüßen zu dürfen, mehr als 50 Jahre nachdem Sie Peter Naumann gespielt haben in Denk bloß nicht, ich heule. Und wir haben als erste Frage, war Ihnen die Tragweite, die der Film haben würde, einschließlich des Verbots bewusst, als Sie ihn Mitte 20 gedreht haben, gespielt bzw. gespielt haben? Also erst einmal schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie Interesse haben an unserem Film, wobei ich sagen muss, ich hätte mir das Interesse ein paar Jahre früher gewünscht. Das hat nicht so richtig geklappt. Umso schöner, dass wir heute hier sitzen und uns ein bisschen über den Film unterhalten. Die Frage. Natürlich war das zu dem damaligen Zeitpunkt überhaupt nicht zu ahnen. Es gab nicht eine Sekunde irgendein Bedenken oder eine Überlegung, vorsichtig, das könnte schiefgehen mit dem Film. Überhaupt nicht. Wir haben aus volle Pulle gearbeitet und haben den Film fertig gemacht. Und hatten das Gefühl, da was hingekriegt zu haben, was Interesse finden könnte. Und das war auch schon alles. Und so war die eigentliche Reaktion, die offizielle Reaktion, die Ihnen ja weitgehend bekannt ist, dass die Filme dann von einem Jahr lang die Produktionen alle verboten wurden, auf martialische Weise. Ich habe zum Beispiel nie etwas darüber erfahren. Das hat sich rumgesprochen, man hat in der Zeitung gelesen von dem Plenum und da sollen auch ein paar Filme. Es war alles irgendwie auch mysteriös und geheim und spielte sich natürlich in der Hauptsache im Studio in der DEFA in Babelsberg ab. Ich war ja am Theater, ich hatte mit der DEFA immer nur filmmäßig zu tun, partiell, und dann ging ich weg. Ich habe das irgendwann viel später erfahren, dass es nicht geklappt hat. Und habe es natürlich nicht verstanden, weil es keiner richtig verstanden hat. Ich muss dazu sagen, nach der Mauer gab es eine Phase in der Kultur, eine relative Stabilisierung. Und man wurde sogar angesprochen, macht mal was, traut euch mal was. Nein, es gibt keine Tabus, macht, macht. Wir wollen wirklich das Publikum erreichen. Ihr habt alle Möglichkeiten und so wurde geschaffen. Und als die Filme fertig waren, war die Stabilität der Deutschen Demokratischen Republik offensichtlich nicht mehr ganz so sicher. Und man hat sich also auf die Kultur gestürzt und da den Kahlschlag vollführt. Wie gesagt, auf Ihre Frage, im Moment, es waren, das ist alles peu à peu, bis zum Teil erst heute, da ich jetzt mit dem Film ein bisschen unterwegs bin und auch mit Kollegen darüber sprechen kann, erfahre ich eigentlich auch bestimmte Dinge jetzt erst. Es gab auch nicht irgendwie während des Films schon mal Momente, wo Sie dachten, dass einige Szenen vielleicht Aufsehen erregen könnten oder ähnliches, so Nein. Während Sie das geredet haben. Ich sage ja, das gab überhaupt keine, und die Kollegen vom DEFA-Studio, die dort arbeiteten, waren ja sehr trainiert im geschickten Umgehen von gewissen heiklen Punkten und mit viel Fantasie und Ideen, das zu kaschieren, das konnten die schon ganz gut. Aber wie gesagt, es gab einen Aufruf geradezu, nein, macht mal richtig volle Pulle. Und so waren die ganzen Arbeiten waren sehr unbeschwert und kreativ und haben Spaß gemacht, weil eben nicht immer irgendwie ein Dramaturg kam und so. Wir müssen da. Es war eine gute Stimmung. Also wenn Sie gerade schon davon gesprochen haben, von den Dreharbeiten, wie war es unter Frank Vogel quasi zu arbeiten, beziehungsweise gab es irgendwie, hat dieser Film Ihre Karriere geprägt, beziehungsweise ja, Ihre schauspielerische Karriere? Die Frage erübrigt sich, der Film ist ja nie gelaufen, also so doll geprägt hat er mich nicht, mehr im Frust, ja, da hat er mich geprägt. Ich war ja ein Student, ich hatte gerade meine Schauspielschule, also Filmhochschule in Babelsberg beendet und hatte meinen ersten Film, Die Abenteuer des Werner Holt, gemacht, waren so die ersten Erlebnisse und erste Erleben des Films und großes Interesse war natürlich sowieso vorhanden. Und so war natürlich diese Aufgabe plötzlich, das war mir schon klar, das war für mich eigentlich, jetzt geht's los. Jetzt wirst du die ganze Szene aufmischen und freudigen Erwartens habe ich mich da reinbegeben und hatte leider eben natürlich, wie ich es schon erklärt habe, deswegen die Frage erübrigt sich, kein Feedback. Es wurde ein stummes Feedback. Sehr stumm.
Wir hatten vor dem Film so eine kleine Filmeinführung noch. Da waren sie noch unterwegs und wir haben auf eine Szene noch hingewiesen in dieser Ruine in Weimar. Da fällt dann der Satz von dem Lehrer Röhle, ihr passt in diese Nazi-Halle. Und wir haben uns so ein bisschen gefragt und hoffen, dass sie die Frage vielleicht auch ein bisschen beantworten können, ob mit diesem Satz und auch mit dieser Szene auch schon ein bisschen der Film eigentlich die Intention hatte zu sagen, passt mal auf, es gibt in der DDR auch schon zu der Zeit 1965 eine gewisse neonazistische Tendenz. War das die Aussage, die der Film treffen wollte? Das ist natürlich eine sehr naheliegende Frage, aber ich muss jetzt aus meiner ganz persönlichen, es ist sehr schade, dass die Autoren nicht hier sein können, die das nun geschrieben haben und so. Schauspieler ist letztlich immer das letzte Glied in der Kette und hat die ganzen Wege nicht, ist nicht mitgegangen und kann insofern immer nur begrenzt über das Werk an sich, über die Arbeit an sich reden. Ich muss aus meinem ganz persönlichen Erleben sagen, dass ich dieses Thema in meinem Umfeld, in meiner Schulzeit, Grundschule, Oberschule, Filmhochschule, Studium, war das Thema Nationalsozialismus, Faschismus, Hitler, war ein absolutes Antithema, das war, gab es überhaupt kein dran rumdeuteln und ich habe keine Erfahrung oder Erlebnisse, dass da irgendwo etwas aufkam oder aufkommen konnte, was diese Zeit in Frage stellte, die Bewertung, die wir gelernt hatten. Ich sage, es war sogar eine so unerträgliche Geschichte, dass wir als Schüler und Studenten dieses Thema Faschismus und oh Gott, ja, es war eine furchtbare, das war der Kanon der Ausbildung. Das war wirklich eine ganz von oben organisierte Sache. Das muss in je, und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin bis zur Wende immer der Meinung gewesen, dass zumindest dieses Thema in diesem Land DDR erfolgreicher bewältigt wurde als im westlichen Nachbarland. Das ist meine Überzeugung bis zur Wende. Nun habe ich inzwischen einige Dinge auch erfahren, aber es war eine sehr konsequente und in meinen Augen auch funktionierende Aktion, dieses Thema abzuarbeiten. Und wenn da so ein Satz fällt, das ist, weiß ich nicht, ob man das heute nun gleich, da war schon die Keimzelle in dieser Szene, da waren schon die ersten Ansätze zu sehen, würde ich aus meiner Sicht als übertrieben empfinden, kann ich nicht bestätigen. Daran anschließend noch eine Frage, Sie haben auch von Ihrer Sozialisation geredet und mich würde interessieren, wie es für Sie persönlich war, eben auch diesen Drehort Buchenwald, wie Sie den erlebt haben während den Dreharbeiten. Ich erzähle mal eine ganz kurze Sache zu Buchenwald. Walter Ulbricht hat sinngemäß gesagt, als über den Film gesprochen wurde, es ist eine Schande, dass Jugendliche der Deutschen Demokratischen Republik in der Gedenkstätte Buchenwald an den Stelen, Sie kennen das ja alles, haben Sie auch im Film gesehen, diese Nationen, die dort symbolisiert sind, dort langgehen und ihre Liebesspiele vollführen. Jetzt brauche ich Ihnen nicht zu erklären, wie dämlich diese Einschätzungen waren. Wir waren, weiß ich, sehr stolz darauf, dass wir gezeigt haben, es ist nicht immer notwendig, dass gleich gesagt wird, aber um Gottes Willen, das ist ja eine Schande, furchtbar und wir müssen jetzt ganz still und ergriffen sein. Nein, die Jugendlichen reden über ihre Pläne, über ihre Wünsche, ihre Sterne. Der Film hieß ursprünglich Unterwegs zu den Sternen. Der Titel wurde dann ad acta gelegt, weil es ein bisschen zu sehr in Kosmonautenrichtung ging. Damals war das Thema Nummer eins. Das hätte die Sache ein bisschen in eine verkehrte Richtung getrieben. Und da hat Kollege Manfred Krug, der den Film irgendwann mal da oder Rohschnitte Muster gesehen hat im Studio und das Problem sich anhörte, dass nach einem Titel gesucht wird, sagte dann, da sagt er da zum Schluss irgendwas, denkt, wusste nicht, nimmt er das als Titel. Und so geht das manchmal, so einfach und schlicht zwischen Tür und Angel. Und ich finde es ja auch einen schönen Titel irgendwie. Da hat ja was. So ist das entstanden. Und diese Einschätzung macht mich heute noch so grell wütend, wie man so eine wirklich schöne, schlichte, einfache Szene, die finde ich sehr eindrucksvoll ist und gut tut, so dämlich einschätzen kann und bewerten und das mit als einen Grund für ein Verbot zu nehmen, Katastrophe, oder?
An der Stelle freue ich mich natürlich ganz besonders, dass wir heute als eine kleine Besonderheit der Filmreihe die Ehre haben, noch eine zweite Person hier am Tisch sitzen zu haben, Frau Heinrich. Sie ist tätig am Institut für Politik und Verwaltungswissenschaften, hat da zwei Forschungsschwerpunkte. Der eine ist eben auch Rechtsextremismus, ist auch der Grund, warum sie eben heute hier noch mit dabei sitzt. Und da würde mich nochmal Ihre Einschätzung interessieren, ob Sie sagen würden, dass rassistische Einstellungen während der Zeit der DDR natürlich vorhanden waren, aus Ihrer Perspektive heraus. Wir haben gerade die subjektive Einstellung schon gehört. Genau. Ja, ich denke, man kann das, was wir als Rechtsextremismus bezeichnen, und dann in die DDR hineingucken, gar nicht vergleichen. Meine Einschätzung, ich bin nicht Zeitzeugin, ich bin nicht in der DDR aufgewachsen, ich glaube, das ist auch wichtig nochmal zu reflektieren, ist aber, dass wir dieser Gründungsmythos der DDR als antifaschistischer Staat, dass das einfach ein Symbol war, an dem sich die Jugendlichen, ich glaube, das zeigt der Film auch sehr deutlich, an dem sich die Jugendlichen abarbeiten mussten. Aber ich glaube, das ist wichtig, wenn wir einschätzen, dass das auch eine Form von Abarbeitung der Jugend ist, wenn sich da Leute, also gerade die Jugendlichen dagegen geäußert haben. Auf der anderen Seite, als zweites glaube ich auch, können wir es nur schwer mit der heutigen Sichtweise vergleichen, weil die DDR als geschlossene Gesellschaft ein ganz anderes Verhältnis auch zu Menschen aus anderen Kulturen, zu einem Miteinander hatte. Also einen Vergleich mit heute würde ich schon mal ablehnen und wie Sie gesagt haben, eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, die Hoffnung, dass wir nie wieder darüber reden müssen, war, glaube ich, deutlich oder klar, war viel zu apodiktisch von der DDR-Führung behauptet worden. Und letztendlich ist eine Auseinandersetzung damit nicht so möglich gewesen, sondern es wurde behauptet, es war der Gründungsmythos, es konnte nie in Frage gestellt werden. Und von daher ist von vornherein klar, dass sich alles, was sich gegen den Nationalsozialismus, also was sich eher positiv auf den Nationalsozialismus bezogen hat, eher staatskritisch war. Also es war auch ein Symbol dafür, ich bin staatskritisch und man kann die Auseinandersetzung Ost und West nicht miteinander vergleichen. Wichtig ist aber, glaube ich, nochmal, dass wenn wir auf Rechtsextremismus gucken, die Form von Fremdenfeindlichkeit eine ganz große Rolle spielt und es da auch in der DDR im Sinne von Völkerfreundschaft auch wieder so eine Setzung gab und keine Auseinandersetzung. Was es schwer gemacht hat, ich möchte gar nicht sagen, das hat den Rechtsextremismus befördert, soweit würde ich gar nicht gehen, aber es hat es schwerer gemacht, sich mit den eigenen Ressentiments und Fragen von Fremdenfeindlichkeit auseinanderzusetzen. Dann noch eine allerletzte Frage, bevor wir gerne auch den Raum fürs Publikum öffnen möchten, hier Fragen zu stellen. Ich habe natürlich auch, oder wir beide als Team haben auch persönliche Recherche natürlich betrieben und dabei eigentlich auch das aufgegriffen, was gerade auch ein bisschen rauskristallisiert ist, dass eigentlich dieser Zeitpunkt 1965 extrem früh ist, um eben dieses Thema überhaupt irgendwie zu thematisieren. Wie sehen Sie das? Ich meine, da kann man auch ein bisschen fragen von Generationenentwicklung. Wenn wir nach Westdeutschland gucken, 65 haben wir die Studentenbewegung gehabt, die genau auch eine Auseinandersetzung mit der Elterngeneration war, aber eben ein anderes Thema, andere Themen in den Mittelpunkt gestellt hat, nämlich den Vorwurf, ihr seid alles Nazis, ihr seid alles Faschisten. Das war der Vorwurf der westdeutschen Jugendgeneration der 60er Jahre. Und dann kann man sagen, das war klar, weil da die Auseinandersetzung noch nicht angefangen hatte und durch die Studentenbewegung angestoßen vor allen Dingen worden ist. Und in Ostdeutschland mit der Setzung, in der DDR mit der Setzung, wir sind ein antifaschistischer Staat und das ist unser Mythos, so sind wir gegründet worden. Das ist unsere Legitimation. Und dann kommt die Jugend, die nicht so aufgewachsen ist, die sich gegen die Elterngeneration wendet und dann natürlich eher mit dem Impetus, naja, jetzt erstmal gucken, ob das wirklich so antifaschistisch ist, was ihr da alles gemacht habt. Also von daher glaube ich, ist auch ein Generationenthema, wo ich dann Ost und West sehr stark miteinander vergleichen kann, wo eben die Jugend der 60er, die in der 60er Jahre die jugendlich waren, in der Auseinandersetzung mit der Elterngeneration stehen. Ganz vielen lieben Dank. Jetzt gebe ich ein Mikrofon mal unseren lieben Dozenten Herrn Reda und freue mich, dass Sie jetzt auch Fragen an James Dean und Frau Heinrich stellen dürfen. Hallo, guten Tag. Ich habe eine Frage. Erstmal war ich auch Seminarteilnehmer und ich frage mich, inwiefern hat man Zeit, sich dann während den Dreharbeiten als Schauspieler mit den angesprochenen Konflikten, die halt die Thematik des Films behandelt, auseinanderzusetzen? Findet das statt? Also fängt man selber auch an, das zu reflektieren und darüber nachzudenken,
über Generationenkonflikte oder wird das komplett ausgeblendet? Ich muss aber sagen, das ist in dem Fall so nah beieinander gewesen. Ich habe es vorhin, glaube ich, schon angedeutet. Natürlich war das nicht eine Welt, die man dann als Schauspieler sich erstmal erobern muss und sich erstmal erarbeiten muss, reinfinden muss. Es ist kein historischer Stoff, wo man es Literatur lesen muss oder Kostümkunde. Es war ein Stoff, der mir sehr nah war, der wo ich mich eigentlich da nicht groß mit auseinanderzusetzen hatte. Ich habe das eigentlich für mich, war mein Film, kann ich nur sagen. Und da wurde nicht gegrübelt und da wurde nicht diskutiert. Das war sehr erfrischend. Der Herr Vogel war auch ein paar Tage älter als ich und machte das immer sehr onkelhaft mit dem kleinen Studenten. Das war nicht so die Basis, wo man hochkarätige Diskussionen führt. Der sagte, mach mal das so und mach mal das so. Und dann habe ich so gemacht, wie ich es für richtig hielt. Und das wurde dann auch irgendwie akzeptiert. Und wir waren eigentlich ein ganz gutes Team. Aber dass ich jetzt sage, während des Drehens habe ich abends in meinem Hotel tiefgründig nachgedacht, wie das und warum und wieso und ob ich das überhaupt, ob ich mich davon distanziere, ob ich das zeigen muss, dass ich zu der Rolle Distanz. Nein, das war, ich habe es gelesen und ich habe es übernommen und vereinnahmt, inhaliert und dann wieder den Rauch ausgestoßen. Nur Mut. Ja, mich würde interessieren, ob ihr es für Sie Nachteile gegeben hat, nachdem Sie in dieser Rolle gespielt haben, ja eigentlich, wie Sie auch schon sagten, das letzte Glied in der Kette waren. Also Ihre schauspielerische Karriere wurde keineswegs dadurch beeinträchtigt, oder? Doch, ich habe vorhin ein Interview gegeben, da habe ich auch schon alles erzählt. Jetzt weiß ich nicht, wenn ich mich wiederhole. Es gab eine virtuelle schwarze Liste und da waren die Protagonisten der verbotenen Filme aufgeführt und da wurde dem Studio, was ja in einer unheimlich ungünstigen Situation war, also tief am Boden und alles machte und ja auch im Vorhinein, wenn Sie die verbotenen Filme ein bisschen weiterverfolgen, da sind auch einige Filme, die sind ein bisschen, also mit Vorsicht zu genießen und da wurde aber schon im Vorhinein, Vorgehorsam wurde schon gesagt, na, da ist so ein, lieber weg, damit es nicht wieder losgeht. Und da wurde dann schon vorzeitig die Produktion unmöglich gemacht. Und was meine Person betrifft, natürlich, ich war im Theater, ich hatte mit der DEFA nichts zu tun. Die Regisseure wurden zum Teil entlassen. Frank Bayer hat dann irgendwie mit Schwierigkeiten das überhaupt ins Fernsehen geschafft, um seine Brötchen zu verdienen. Da ging es wirklich ans Eingemachte. Da kann ich überhaupt nicht mitreden. Wir Schauspieler schwirrten wieder in andere Arbeiten und hatten unser Auskommen. Aber die eigentlichen DEFA Angestellten, da gab es richtig, ich muss jetzt hier so ein bisschen große Klappe haben, weil leider die viele Leute nicht mehr sich äußern können zu diesem Thema. Ich kann es auch nur bedingt, aber so viel weiß ich, dass die Strafmaßnahmen rigoros waren und ich lange Zeit keine Rolle beim Film kriegte. Und der Regisseur Ralf Kirsten hat dann mit großer Mühe mich dann mal wieder für einen Film durchgesetzt. Das hat er mir beim Drehen erzählt, dass das also eine schwierige Geschichte war und man sich da sehr gesperrt hatte. Also es hatte natürlich Folgen, aber keine existenziellen in meinem Fall. Hat denn jemand vor dem 11. Plenum es gewagt, Ihnen für Ihre schauspielerische Leistung zu gratulieren oder Sie dafür zu loben, was Sie da geleistet hatten, oder ist das unter den Tisch gefallen? Kann ich mich nicht erinnern. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage zur Einleitung. In der Einleitung wurde gesagt, dass gerade das Ende vom Film mehrfach umgeändert wurde und nochmal neu gedreht werden musste. Können Sie dazu nochmal was sagen, wie Sie das erlebt haben oder welche Gründe da vorlagen? Wollte man ein schönes Happy End oder hat es politische Gründe gehabt? Oder was, mal ein kleines Statement dazu. Also das waren schon die ersten Aktionen, aber vom Studio. Da wurde gesagt, also
Es ist ein bisschen zu negativ. Denk bloß nicht, ich heule, war der Schluss. Und da wurden wir nach Wochen wieder in diese Gaststätte alle zusammengetrommelt und wieder unsere Kostüme angezogen und wieder dieses komische Programm absolviert. Und alle mussten antreten und dann nochmal so tun, als wenn es gerade eben war. Und dann wurde nochmal gesagt, ich heule noch lange nicht, glaube ich. Das ist dann wohl der Schluss. Also das war auch ein Marginal hier. War damals auch allen irgendwie lächerlich dafür, diesen Riesenaufwand. Aber es war eine Studiomaßnahme und die musste absolviert werden. Und man dachte ja, und dann wird ja nun wohl alles gut sein. Und hat sich da nun ordentlich untergeordnet und hat es gemacht. Albern. Also ich habe vielleicht noch eine Frage. Die Wiederaufführung 1990 oder 89, 90 in der Akademie der Künste und auf der Berlinale, haben Sie das miterlebt? Waren Sie dabei? Und vielleicht können Sie noch mal was dazu sagen, wer letztendlich die Filme beendet hat, die jetzt noch nicht in einem Endstadium waren. Also wer hat daran gearbeitet? Also unser Film war ja relativ fertig. Es gab ja andere, die waren überhaupt noch gar nicht im Endstadium. Unser Film wurde aber... Da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt. Günter Ost war unser Kameramann und der hat mit viel Kleinarbeit, es hieß sogar schon mal eine Zeit lang unser Film, Kaninchen und Heule waren ja so die absoluten Favoriten des Hohen Gerichts, elftes Plenum, und die seien sogar eingeschmolzen, was ein grauenhafter Ausdruck ist für dieses Geschäft Film, sehe ich richtig, die Filmrollen also zu qualmen, zu schmelzen und tropfen. Nein, so schlimm war es nicht. Die wurden aber, mussten irgendwie auch die einzelnen Teile, die noch im Kopierwerk, musste alles zusammengesammelt werden und mühsam wieder aneinander gesetzt. Das war eine Riesenarbeit und das hatte der Günter Ost übernommen und das müssen Sie sich vorstellen, Berlinale war ja für einen DDR-Schauspieler auch nicht gerade so ein Alltagsereignis, dass man zum ersten Mal da auch erscheinen durfte und sogar in meinem Lieblingskino Delphi die Premiere meines Filmes, da saßen noch eine ganze Reihe sehr alter Männer neben mir mit langen Bärten, das waren Kameramann und Regisseur. Und wir kamen uns alle ein bisschen blöd vor, es war unsere Premierenfeier nach 20 Jahren. Also das ist eigentlich ein Fellini-Stoff, finde ich, allein diesen Vorgang zu erzählen, wie das man sich juvenal gibt und sagt, so, wir haben jetzt unsere Premiere, wie fandst du mich, wer warst du denn eigentlich, erklär mir mal, wer du warst. Nee, es war, und neben mir saß mein Sohn, der war älter als ich da oben. Das ist, den Tag werde ich natürlich nicht vergessen. Und auf die Frage, natürlich hätte der Film, wenn er rechtzeitig gekommen wäre, meiner Karriere ganz gut getan und hätte mir da auch vielleicht noch ein paar Türen geöffnet, ist nicht dazu gekommen. Und das war auch gut so. Und mit Herrn Wurfereit. Gibt es noch Fragen? Kunst ist ja nicht immer repräsentativ, sondern Kunst übertreibt oder stellt Dinge auch anders dar. Und ich wollte fragen, ob sich die gesellschaftliche Wirklichkeit in der DDR aus der Sicht von jungen Leuten so ähnlich präsentiert hat wie diesem Film oder war das auch in irgendeiner Weise stilisiert, übertrieben oder anders dargestellt, als es damals von jungen Leuten gefühlt worden ist? Muss ich Sie wieder enttäuschen? Ich würde sagen, also aus meiner Sicht ist der Film mir zu sanft geraten. Ich persönlich hätte natürlich da wesentlich mehr Härte und auch nicht nur aus meinem jetzigen Blickwinkel, das ist ja keine Kunst. Heute hat sich ja die Filmsprache sehr geändert und die Technik ist eine andere und die Schnitte sind anders und ich weiß auch nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Man müht sich auch zeitweise durch unsere Schwarz-Weiß-DEFA-Filme mitunter etwas, geht das da ein bisschen behäbig zu, um es vorsichtig zu formulieren. Ich war auch immer am Bohren und am Vorsichtigen, wie gesagt,
Student, ich war nicht so in der Position, wo ich sagen konnte, jetzt wie meine Krug oder so, die dann sagten, los, komm, machen wir so und fertig. Aber ich war zeitweise doch ein bisschen von dem Lesen des Stoffs und dem Machen des Stoffs, da war für mich doch ein bisschen, doch zeitweise ziemlich Distanz. Und da ist also, was Übertreibung betrifft, ganz sicher kein Thema. Diese Schlägerei ist ja auch recht diszipliniert abgelaufen. Ich hatte zwar ein Kostüm, eine Jacke, die war vollkommen mit Watte ausgestopft für die, gegen die furchtbaren Schläge meiner Kollegen. War gar nicht notwendig, die waren auch alle so höflich. Also das hat man bei anderen Filmen schon krasser gesehen und ich hatte gedacht, diese Szene, die muss man wirklich bis auf die letzte Spitze treiben, um da wirklich das berühmte Rückenkraut, da, dass da also das auch was mit einem als Zuschauer vorgeht, das hat es meiner Meinung nach nicht erreicht. Es blieb so in dem ordentlichen, biederen Defa-Rhythmus. Gibt es noch Fragen? Ich bin in der DDR aufgewachsen und stand so ein bisschen auf der anderen Seite. Ich habe mir durch politische Frechheiten schon in der 8. Klasse den Übergang zur Oberschule verdorben. Und wenn ich den Film in der DDR-Zeit gesehen hätte, wäre ich natürlich begeistert gewesen. Also ich hätte den schon ziemlich deftig gefunden. Ich hätte mich natürlich auch gefreut, wenn er noch deftiger ausgefallen wäre. Aber wenn ich mal versuche, mich in die SED-Oberen in der Kulturpolitik rein versetze, dann kann ich schon verstehen, dass die das frech fanden, den Film, dass die dass es fast sogar ein bisschen schwierig war, sowas für glaubwürdig zu halten, dass da diese eine Szene, das war wohl im Elefanten da in Weimar, nicht? Wenn das in der Realität passiert worden wäre, da, ich glaube, da wäre die FOPO sehr schnell da gewesen, nicht? Aber ja, ja, nee, die anderen Herren auch, ne? Insofern kann ich schon verstehen, dass das ziemlich deftig war, dass es verboten worden ist. Das zeigt aber, dieser Film kann ruhig mit Übertreibungen arbeiten, denn er will ja nicht platt realistisch sein, er will ja eine bestimmte Botschaft, will ja eine Message ganz klar rüberbringen, nicht? Und dafür war natürlich die Humorlosigkeit in der DDR bei den Politikern völlig ungeeignet. Das konnte nur schief gehen. Was ich aber eigentlich noch mal fragen wollte, weniger Sie als Schauspieler, sondern Frau Dr. Heinrich, wissen Sie etwas darüber? Ich habe in der Einleitung mit großem Interesse gehört, dass in der DDR Filme so eine Art Testaufführung erlebten, sogar 4 Stück, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und das ist natürlich auch schon ein Politikum. Wen lädt man da ein? Nicht? Sie haben gesagt, 50% Jugendliche. Und wenn die das, wie Sie gesagt haben, ganz interessant fanden und sich da wiedererkannt haben, dann sind das ja schon Konterrevolutionäre, die diesen Film gut fanden. Nicht? Also wenn ich Stasi-Offizier wäre, hätte ich die alle sofort vorgeladen, diese Jugendlichen. Nicht? Erstens, meine Frage, war das immer so, dass bei brisanten Filmen solche Tests gemacht worden sind? Wer hat die ausgesucht? Das kann ja eigentlich nur die Partei gewesen sein. Nicht? Wie war das? Wissen Sie etwas aus der Forschung darüber? Frage an die Studierenden sogar. Sie können das sehr machen. Entschuldigung, ich will nicht vorgehen. Also konkret Heule betreffend, denk bloß nicht Heule betreffend, gab es Testvorführungen, richtig, im Bereich Potsdam, also um Babelsberg rum in Schulen. Und das war aber nicht so was Außergewöhnliches. Ich weiß von meinen Filmen, die ich so, das war üblich und das ist ja auch nichts Schlechtes, dass man sich als etwas abgehobene Filmtruppe sagt, haben wir überhaupt was zu sagen? Wir gucken mal ganz schlicht in Schulen und Jugendlichen, die da nicht irgendwie hingescheucht wurden oder irgendwie jetzt offiziell was, ein Statement, einfach impulsiv, was kommt da an? Das war üblich. Und war bei Heule hat es, glaube ich, dann auch ein paar Bedenken gegeben. Vielleicht war das in der Richtung, dass die das vielleicht alle ganz gut fanden, dass da auch schon mal einer sagte, naja, das ist vielleicht in dem Fall nicht nur gut, wenn sie es gut fanden.
Aber das ist nichts Besonderes und hat nichts mit der Brisanz des Stoffs zu tun. Das war Usus, soweit ich das weiß. Ich kann das ganz kurz nochmal offenlegen. Wir haben also ein Protokoll vorliegen gehabt, unter anderem immer aus dieser Filmvorführung aus den Minen. Aus dem Protokoll nehmen wir das irgendwie, da war die Zusammensetzung etwas anders, es waren weniger SchülerInnen da, mehr Parteifunktionäre, die auch zu Anfang das Wort natürlich ergriffen haben, da vorgeprescht sind und den Film verteufelt haben. Und erst in der Pause hat man dann auch eben die Schüler motiviert, die sollen doch auch mal was sagen. Und da kam eben dann die Meinung auf, so wir finden das eigentlich ganz gut, was uns da gerade gezeigt wurde. Genau so ist das abgelaufen. Da hinten? Ich möchte Ihnen ein ganz kleines bisschen widersprechen mit dem behäbig, oder vielleicht habe ich Sie auch nicht ganz richtig verstanden. Ich habe den Film vor ein paar Wochen zum ersten Mal gesehen und bin total froh, dass ich ihn jetzt auch hier im Kino sehen konnte und finde, da sind wunderbare Bilder drin. Und ich bin Jahrgang 88, habe also noch nicht ganz so viele DEFA-Filme gesehen, aber ich finde, ich habe jetzt neulich meine ersten Gojko-Mittich-Filme so mal richtig gesehen und das war Tödlicher Irrtum und welchen hatten wir noch geguckt? Die Söhne der großen Bären und im Vergleich dazu ist dieser Film sowohl, finde ich, inszenatorisch wie auch erzählerisch eine Offenbarung und was hier zum Beispiel ganz viel so, wenn auf der Straße gedreht wird, solche Dinge, die finde ich einfach wunderbar. Ich überlege jetzt noch, wie ich zu einer Frage komme, dass Sie vielleicht auch noch was sagen können. Ja, wir haben jetzt 50 Jahre Plenum und wir haben auch 70 Jahre DEFA. Sie sind ja jetzt, glaube ich, vor kurzem auch in Merseburg gewesen. Wie ist das? Sie hatten gesagt, Sie haben kein Feedback ja damals bekommen, logischerweise, weil Verbot. Wie ist das jetzt so, wenn Sie in Anführungszeichen so ein bisschen rumreisen und Filme mit Ihnen auf der Leinwand nochmal erleben können und das Publikum dazu? Gibt es da dann Rückmeldungen? Es gab ja auch diese Äußerung in der Taz, Sie waren der James Dean dann, auch wenn das leider zu spät erkannt worden ist wahrscheinlich. Wie kommt das vielleicht bei Ihnen noch an oder wie gehen Sie damit um? Also der mit dem James Dean, da widerspreche ich nicht energisch. Ja, das ist emotional schon ganz ulkig und auch nicht so normal, was uns betrifft, dass wir jetzt so unsere Filme sehen nach vielen, vielen Jahren. Also Heule hat eine ganz eigene Geschichte, natürlich doppelt. Emotional für mich, das immerhin sehen zu dürfen auf der Leinwand und auch noch Leute um sich zu haben, die da auch was mit anfangen können. Das tut gut, wie gesagt, ein bisschen spät. Was jetzt andere Filme betrifft, hier Irradov von Frischem Heu, das ist einfach heiter, das ist schön. Ich treffe meine liebe Kollegin Ursula Werner wieder nach langer, langer Zeit und wir gucken uns beide unsere Liebesgeschichte da oben an, das ist lustig und so ein Fotoalbum mit bewegten Bildern und man hat so seine Erinnerungen und das mache ich gern. Das, und vor allen Dingen muss ich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, was die Resonanz betrifft. Ich dachte immer, naja, also die DEFA, die Kinos in der DDR waren nicht immer übervoll und DEFA-Filme schon gar nicht so sehr. Und auch die berühmten Fernsehserien 110, die waren damals auch nicht gerade mit Euphorie begleitet. Und heute kommen die Leute mit strahlenden Gesichtern auf uns zu und freuen sich. Und ach, das war so schön, was sie da... Ja, natürlich, sie sehen ihr Wohnzimmer, sie sehen ihre Gardinen, sie sehen ihre Gummibäume, sie sehen ihre Küchen, ihre Warmwasserboiler. Das ist alles nochmal, kommt das alles hoch. Und das sind ja auch meist irgendwie Liebesgeschichten verbunden. Das spielt eine ganz große Rolle. Deswegen weiß ich ganz genau, ist das künstlerisch nicht gerade so, dass es die Resonanz so auslöst, weil es künstlerisch hochwertig war. Das spielt schon eine Rolle, aber insgesamt macht es Spaß, wenn man eine Arbeit gemacht hat, die nach vielen Jahren begutachtet wird und immer noch scheinbar und wie gesagt zu meiner Überraschung, Leute immerhin auch hier, heute Abend hier hergetrieben haben, sich das mal anzugucken, das macht Spaß. Das ist eine etwas späte Genugtuung. Okay. Es
ist doch vielleicht ein schönes Schlusswort für die Veranstaltung heute, falls ihr nicht noch Fragen habt. Gut, dann nochmal vielen, vielen, vielen Dank für die Gäste, Frau Heinrich und Herr Reusser. Vielen Dank, dass Sie hier sind und dass Sie uns in dem Gespräch zur Verfügung standen. Und vielen, vielen Dank an die beiden Studenten, Michelle Gronau und Markus Knospe, dass sie die tolle Einführung und diese Diskussion gemacht haben.